Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen, Orchideenfreunde. Ja, ihr hört es richtig. Es regnet. Und so Regenwetter ist auch etwas, das den Orchideen richtig gut tut. Ihr seht, ich habe die jetzt einfach rausgestellt. Ich habe einfach den Wetterbericht gecheckt und geschaut, wie lange regnet es. Regnet es den ganzen Tag, ist den ganzen Tag wolkig, weil das ist auch entscheidend dafür, ob ich die Orchideen einfach so draußen stehen lassen kann. Und jetzt kommt das Geniale. Wenn es so ist, dass der ganze Tag wolkig ist und ihr so Pflanzen habt, die auch mal volle Sonne abkönnen, dann lasst die draußen einfach den ganzen Tag stehen. Denn wenn ihr voll den ganzen Tag beregnet, egal ob das jetzt über viele Stunden geht oder nicht, es ist halt die natürliche Variante des Gießens. Und das Gleiche mache ich auch mit den Cattleya-Orchideen, die hier in Kolomi wachsen. Und auch bei den Maxillarias. Jetzt müssen wir einfach rüber. Werden die Socken halt nass, aber geht hier um Orchideen und das macht Spaß. Genau, jetzt seht ihr, die Orchideen sind hier richtig voll am Regnen. Im Moment geht es auch richtig steig ab und ihr seht auch bei den anderen Pflanzen, die hier stehen, vom Gartenschlau-Projekt, die dürfen das auch voll und ganz genießen, den Regen. Und ihr seht ja, wie richtig genial, wenn nicht hammermäßig gut, die hier sich wohlfühlen. Und das Gleiche ist jetzt, wie gesagt, bei den Orchideen auch. Und zu Regenwetter ist auch toll, wenn ihr die Pflanzen rausstellt, dann spült es auch einmal den ganzen Staub ab. Das heißt, die Pflanzen, die bei euch indoor stehen, könnt ihr auch gerne mal rausstellen. Bei Phalaenopsis ist es ein bisschen schwieriger, das habe ich euch ja erklärt. Und ihr seht, den Pflanzen geht es gut. Ihr wisst, bei den Cattleyen gibt es viele Neutriebe, auch hier Blütentriebe. Und deswegen in den nächsten Updates geht es dann natürlich auch wieder um richtig schöne Blüten. Und schaut euch doch mal an, wie dieses Dendrobium sich hier draußen entwickelt hat. Das ist das Delicatum Dendrobium, hat einen abartig großen Neutrieb gebildet. Das heißt, die Outdoor-Kultur von Orchideen ist eine Sache, die richtig fantastisch funktioniert. Deswegen lasst sie gerne mal im Regen stehen. Das freut die Orchideen. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.